Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Real Talk Video. Und hallo meine kleine Schlingel Community. Den Namen habe ich ja jetzt seit neuestem für euch jetzt. Ja, wie soll man sagen? Bestimmt festgestellt, weil ihr momentan ziemliche Schlingel seid, was es momentan in den Streams angeht und etc. Ja, ihr fragt euch warum, jetzt, was will denn der Kerl jetzt schon mit da, immer wieder will er mit uns reden und so. Kann er nicht einfach mal die Fresse halten? Nein, das kann ich nicht. Nein, Spaß, beiseite. Auf jeden Fall habe ich jetzt schon lange kein Real Talk Video gemacht, weil ich irgendwie momentan nur noch gestreamt habe. Und muss auch jetzt in dem Punkt heute sagen, der Stream heute, wo gekommen wäre, wird ausfallen. Weil ich war jetzt auch noch unterwegs und bin ein bisschen kaputt und ja, ich war einfach nicht in der Lage, heute zu streamen und ich hoffe, dass ihr das akzeptiert. Und deswegen habe ich mir gedacht, reden wir heute einfach mal ein bisschen bubbeln, auf Deutsch gesagt. Jetzt wird gebubbelt, meine Freunde. Und das gefällt euch ja auch immer ganz gut und wir reden einfach mal, wie es jetzt aussieht momentan wieder auf dem Kanal. Es ist echt mega geil. Ich rede irgendwie immer in jedem Video, wie geil es ist momentan die Lage. 250 Abonnenten jetzt schon. Freunde, 250! Woo! Es ist geil einfach nur. Wirklich richtig geil. Und es freut mich wirklich. Die Streams kommen an. Ich habe über 80 Follower jetzt auf Twitch. Es werden auf Hitbox leider nicht so viele, aber da hat sich jetzt mal wieder im letzten Stream was getan. Fand ich richtig nice. Boah, Alter, jetzt hört mal auf zu schreiben auf Twitter. Geht mir schon auf den Sack, ja. Die ganze Zeit hier am Schreiben. Nein, Spaß, schreibt weiter, Freunde. Ist auf jeden Fall die Community. Wo ich auch nochmal darauf hinweisen wollte, wer es noch nicht ganz mitbekommen hat, wir sind ja jetzt ein bisschen ein paar mehr geworden in der Storn Elite Community. Und zwar habe ich ja dieses Punktesystem eingebaut. Wenn ihr auf meinen Kanal geht, auf die Kanalseite, seht ihr es hier oben irgendwo, rechts da, dem wo YouTube und Twitch und etc. habe ich so eine Tabelle dahin gemacht. Und die könnt ihr euch gerne mal anschauen. Dazu das Video habe ich auch irgendwo, müsst ihr mal schauen, die letzten Tage hochgeladen. Da erkläre ich so ein bisschen das Konzept. Da könnt ihr Sachen gewinnen, indem ihr einfach nur aktiv auf meinem Kanal seid. Ob ihr einen Kommentar schreibt, ob ihr Sachen auf Twitter retweetet oder. Und wenn ihr darauf noch Bock habt, habe ich ja momentan eine Twitter-Gruppe erstellt auf Twitter. Und da sind mir auch alle fleißig am Schreiben, wie ihr es ja vielleicht hört, die ganze Zeit am Vibrieren, mein Handy nebendran. Das ist die ganze Community. Es sind echt lockere Leute da, echt coole Leute dort. Ja, jetzt vergewaltigen die mein Handy so richtig. Alter, jetzt hört mal auf, das irritiert mich voll. Ich bin jetzt voll rausgekommen aus dem Sprachding. Ne, und deswegen kommt einfach in die Gruppe, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr in diese Gruppe rein wollt, dann würdet ihr immer das Aktuellste erfahren, wann ich stream, wann ich nicht stream. Twitter ist da wirklich die beste Möglichkeit. Und ja, genau. Dann habe ich mir noch bald überlegt, werde ich ja diesen neuen Blog da eröffnen. Wann er genau starten wird, weiß ich noch nicht. Eventuell Donnerstag, eventuell Freitag, aber ich glaube Donnerstag werde ich so das erste Video mal hochladen, wo ich jetzt über mein Leben im Rollstuhl so ein bisschen erzähle, ein bisschen schreibe, ja, erzähle so, was ich so ein bisschen erlebt habe. Am Anfang werden wir so ein bisschen, werde ich so über meine Behinderung reden. Und ja, jetzt sind alle wieder geschockt, wow, sitzt im Rollstuhl, ja. Aber dazu mehr im Blog dann. Und wie gesagt, ich finde es auf jeden Fall richtig geil momentan, was auch, wie gesagt, in Twitch abgeht, es sind immer mehr Leute aktiv. Und habe mir so ein bisschen gedacht, für die Leute, die mir auf Twitch folgen, oder auch auf YouTube natürlich, die mir dann auf Twitch folgen, möchte ich bald auch mal die Tage, ich habe momentan so viel das vor, ich weiß gar nicht, wann ich das alles tun und machen soll. Also ich muss mir mal echt mal so einen Plan machen, was ich heute mache, was ich morgen mache, etc. pp. Und da habe ich so ein bisschen geplant, den Donation-Button einzuführen. Und wer jetzt noch nicht weiß, was der Donation-Button ist, das ist der Button, in dem ihr euren Lieblings-YouTuber, Streamer, Twitch-Streamer oder auch bei Hitbox, bei YouTube weiß ich nicht, ob es sowas gibt, ich glaube es noch nicht,
Könnt ihr ihn unterstützen? Nur wenn ihr 1 Euro, 3 Euro, 5 Euro oder sonst was spendet, für jeden Euro könnt ihr dann das könnt ihr mir das dann spenden, mitten im Stream oder auch so, wenn ihr darauf natürlich nur Bock habt. Und ja, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mich da unterstützt. Das Geld würde ich natürlich auch für meinen YouTube-Kanal nutzen, aber auch, weil ich momentan bald auf Wohnungssuche bin, da bin ich einfach ehrlich zu euch. Da werde ich einfach 50-50 machen und es so als bisschen kleine, ja, Belohnung sehen für die ganzen Streams und einfach dann für die Wohnung dann auch nutzen. Dafür würdet ihr auch natürlich dann ein Video bekommen und so weiter und pp. Pp. Das ist so momentan mein Lieblingswort, merke ich jetzt gerade. Und an die, ja, was haben wir momentan noch so? Diese Rückblickvideos, wo ich ja die Woche momentan gemacht habe, könnt ihr mir gerne nochmal in die Kommentare schreiben, ob ihr das haben wollt oder wollt ihr einfach ein allgemeiner Real Talk-Video, wo ich über alles rede. Weil dieser Rückblickvideo war cool, kam auch gut an, muss ich echt mal sagen. Aber ich merke momentan selbst, dass ich mich daran nicht wirklich halte. Naja, auf jeden Fall werden wir es mal sehen, wie das jetzt weiterführt. Ihr habt ja jetzt so meine Meinung, was wir jetzt die Woche so ein bisschen gemacht haben. Wir haben richtig geile Streams gehabt. Ich stream Red Mode momentan, Pokémon Revolution Online. Wir haben Pokémon Blaue Edition angefangen die Woche, was auch richtig gut ankam, auch von Klickzahlen her auf YouTube. Finde ich richtig klasse. Man merkt einfach, dass ihr momentan im Pokémon-Fieber seid. Deswegen gebe ich euch einfach auch den Stoff Pokémon momentan. Weil ich auch momentan Bock habe. Am Wochenende werde ich mir auch Pokémon Sonne holen. Freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Habe ja schon einiges Geiles von euch gehört. Und ja, was habe ich denn noch so? Rocket League habe ich angefangen, diese Woche zu streamen, was auch richtig geil ist. Macht mir auf jeden Fall auch Spaß. Euch macht es Spaß. Und da will ich ja mal die Tage mit Redmod, wenn alles so klappt. Einige von euch haben es ja schon, sich besorgt oder laden es gerade hoch oder versuchen es auf Gang zu kriegen. Und da wollen wir vielleicht so mal einen Stream so zu 5 zu 6 oder wenn auch du noch Lust hast mitzumachen, dann musst du mir einfach in die Kommentare schreiben und auch dann aufpassen, wann der Stream sein wird, weil dann könnt ihr auch gerne zusammen mitspielen, was auch mega geil wäre, ob es PC ist oder sonst was. Ihr könnt, egal was für eine Konsole ihr habt, mitmachen, weil wir ja diesen privaten Raum da machen. Und ja, weil das Problem war ja damals bei Redmond und mir im Stream, dass er am PC Rocket League hat und nicht ja an der PS4. Und leider kann man nur private Räume öffnen. Aber es ist ja langweilig, ein kompletter Stream, einfach nur ich gegen ihn spiele. Und deswegen haben sich ja schon ein paar Leute von euch hier gesagt, ja, ey, ich hol's mir jetzt auch oder ey, kann ich beim nächsten Mal auch mitmachen. Und dann kann man es einplanen und wie gesagt. Dann seid ihr vielleicht im nächsten Stream auch schon live dabei, wenn ihr Bock dabei habt, darauf habt. Am besten, wenn ihr dann noch TS hättet. Und ja. Oder wenn du ein YouTuber bist oder ein Twitch-Streamer, kannst du auch natürlich sehr gerne mitmachen und dabei auch streamen. Wie gesagt, bei mir sind eigentlich jeder willkommen, der Bock hat mitzumachen. Oder kann auch das verbinden mit seinem Stream. Oder. Wie gesagt. Ihr merkt vielleicht auch, Leute, dass ich momentan viel mit. Alter Schwede, ey, die vergewaltigen mein Handy schon wieder. Wie ihr es ja gemerkt, mache ich ja momentan viel mit anderen YouTubern, weil es mir einfach Spaß macht. Und es macht mir wirklich Spaß, mit anderen zusammenzuspielen. Ich habe schon gemerkt, wenn ich allein stream, klar bin ich auch gut drauf und so, aber mir fehlt einfach so den Gesprächsthemen momentan. Dann fange ich an, Scheiße zu labern, wie jetzt hier. Weil ich einfach überhaupt nicht geplant habe, was ich labern soll, wie eigentlich in jedem Video. Ich weiß nicht, ob ihr das cool findet oder unprofessionell oder beschissen oder ich soll einfach mal die Schnauze halten. Wie gesagt. Ja. Ich merke schon, meine Stimme kratzt schon ab. Ich war die ganze Zeit draußen. Jetzt ist gutes Wetter heute gewesen. Auf jeden Fall. Ich war ja, wie gesagt, unterwegs, war im Museum, auf dem Weihnachtsmarkt. Und ja. Wie gesagt, wenn ihr noch Fragen an mich habt, wie es jetzt weitergeht. Unser nächstes Ziel ist natürlich 300 Abonnenten. Nur noch 50 Stück brauchen wir da. Und da läuft ja auch momentan das Pokémon Gewinnspiel, was ja momentan auf meinem
YouTube-Kanal läuft auch richtig mega gut. Über 30 Teilnehmer haben schon, oder Kommentare sind schon reingekommen. Ich glaube schon über 160 Klicks oder so. Also richtig geil. Wie gesagt, wenn du noch nicht mitgemacht hast, kannst du gerne mitmachen. Und für die Leute, die, weil ich habe das Gefühl, dass das Gewinnspiel so ein bisschen untergegangen ist. Und zwar war es FIFA 17. Ich habe mir so ein bisschen mehr erhofft, dass da vielleicht Leute mitmachen. Haben jetzt vielleicht glaub 7 Leute mitgemacht. Und ja, man kann ja auch mal einen Griff daneben haben, dass ein Gewinnspiel nicht so gut ankommt. Auf jeden Fall, wenn ihr noch nicht mitgemacht habt, könnt ihr das auch noch gerne tun. Müsst mal einfach mal in die Video-Dings schauen. Vielleicht werde ich auch das Video einfach mit reinnehmen. Und dann werde ich morgen die Verlosung machen. Ich hoffe, es machen noch vielleicht 2, 3 Leute noch mit. Würde mich auf jeden Fall freuen. Natürlich auch für euch. Und ja, das Video kommt dann morgen. Morgen wird es dann wieder einen geilen Stream geben, denke ich mal, mit dem Drachenblut wieder. Trainbox Xenoverse 2. Und dann hoffentlich wird es einfach auch rocken und wir schaffen alles. Und ja, meine Freunde. Auf jeden Fall wünsche ich noch heute einen wunderschönen Tag, meine kleinen Schlingelinen. Und ja, haut rein, ich bin euer Storm und tschüss.